Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen beim CIO Aachen Magazin. Ich bin genau da, wo man heute sein sollte, denn es ist Samstag, Cross-Country Day, Geländetag. Und Gelände sollte man in Aachen wirklich einmal live erlebt haben. Also absolute Empfehlung von mir und wahrscheinlich auch von Juliane. Die würde mir dazu stimmen. Und die war heute sowas von in ihrem Element. Mittendrin statt nur dabei. Von mir gibt es heute kein klassisches Geländevideo. Ich habe das erste Mal Zeit, einen Pfleger zu begleiten. Hinter die Kulissen, Vor- und Nachbereitung der Geländeprüfung ist nämlich immer super, super spannend. Und da laufe ich Lisette Robinet hinterher, die für ihren Bruder pflegt sozusagen. Und ja, ich nehme euch jetzt mit auf die Reise. Noch 3 Minuten. Ja, bin ich. Sauber gemacht, weil auch im Kopf noch ein bisschen Schweiß ist. Und dann wird er noch geführt, sehr viel geführt, weil das Gelände ist natürlich nicht auf die Beine, da muss man danach noch ein bisschen ausführen. Und trinken. Ach, das ist jetzt. Hat natürlich ganz viel Schweiß verloren, deswegen darf er jetzt erstmal ein bisschen Mineralien wieder zu sich nehmen. Ja. Sehr gut. Aber du bist happy mit deinem Bruder. Ja, ich bin mega happy. Also, es war alles genauso, wie er es sich vorgenommen hat. Und das ist natürlich sehr gut. Kein Eisen verloren, kein Stollen verloren. Alle happy. Absoluter Wahnsinn, oder? Ich kann das wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal nach Aachen kommt, dann plant das Gelände unbedingt mit ein. Das macht so viel Spaß zum Zuschauen. Wir haben jetzt ganz viel erfahren über den SAP Cup, aber eins fehlt noch, das Ergebnis. Für viele einer der schönsten Tage des Jahres, wenn der Geländeritt im SAP Cup beim CHIO Aachen stattfindet. Pferd und Reiter in absoluter Bestform passieren 26 Hindernisse auf einer Strecke von knapp 4 Kilometern.
Und es ist wie immer die Zeit, die den Reitern am Ende knapp wird und darüber entscheidet, wer als Sieger in der Vielseitigkeit hervorgeht. Heute heißt er William Coleman mit Off the Record aus den USA. Nachdem die Starterinnen nach ihm nicht ohne Strafpunkte ins Ziel kommen, gewinnt der Amerikaner den SAP Cup 2021. Ich hoffe immer, jeder reitet gut. Also achte ich nicht auf die Ergebnisse der anderen. Aber jetzt haben sie es mir gesagt, dass ich gewonnen habe. Großartig. Zweite wird Laura Collett, Mannschafts-Olympiasiegerin aus Großbritannien. Dritte Emily Chandler, ebenfalls Großbritannien. Bester Deutscher ist Andreas Ostholt mit Corvette. Das war der SAP Cup und Gelände macht einfach immer am allermeisten Spaß. Und ich freue mich riesig, denn an meiner Seite steht jetzt der beste Deutsche. Fünfter Platz für Andreas Ostholt. Danke, dass du Zeit hast für mich, Andreas. Logisch, habe ich immer für dich. Du bist wahrscheinlich jetzt heiß begehrt, ne, für Interviews. Du hast ja doch abgeräumt. Ich habe schon ein paar gegeben, aber das macht auch Spaß. Lass uns mal ganz kurz von Anfang bis Ende durchsprechen. Dressur war okay. Ja, zufrieden. Gehen normalerweise noch so 1,5 Punkte mehr. Aber ich war zufrieden. Die waren sehr aufmerksam da in dem Fahrstadion. Seit langem mal wieder auf Gras geritten. Das macht doch was aus. Mhm. Und da haben sich auch andere nicht so leicht getan. Von daher, die Relation passte. Ich war zufrieden. Nicht leicht getan haben sich sehr, sehr viele im Parcours, im Springparcours. Mhm. Aber du hast ja keine Stange fallen lassen. Naja gut, die Corvette ist eine Jacoblo. Das ist natürlich eine Springabstammung, mhm, mit Vollblut gepaart. Das Springen und Galoppieren liegt ihr, mhm, und ist natürlich ihre Stärke auch. Und das hat sie auch da ausgespielt. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Part, dem Gelände. Mein Daumen tut immer noch ein bisschen weh vom Drücken. Ich habe dir so fest in den Daumen gedrückt und habe dich aus der Startbox wegexplodieren sehen. Wie war das Gefühl? Naja gut, ich habe mir natürlich vorgenommen, null und in die Zeit. Das sah man so ein bisschen. In die Zeit ist ja keinem gelungen, ja, heute. Die Zeit war einfach zu knapp. Aber du hast ja dran gekratzt. Ja, also ich war am Anfang die erste Hälfte wirklich, ja, sehr gut in der Zeit, war ein Tick davor. Mhm. Muss man hier aber auch sein, weil man weiß, dass man am Ende sind so ein paar schärfere Wendungen und das Stadion, das kostet so ein bisschen Zeit, dass man da ein bisschen was in der, mhm, Tasche haben muss. Und das habe ich natürlich nicht ganz hingekriegt, aber es war einfach ein Traum. Also das ist eine tolle Stute, die, also ich sag mal, ich bin auch nicht aufgeregt vom Gelände, weil ich weiß, die macht einem das immer ganz leicht und die macht alles spielerisch. Mhm. Ja. Und wenn ich selber keine Fehler mache, ja, dann funktioniert dann das immer. Und das ist natürlich ein beruhigendes und tolles Gefühl. Und so hat sich's reiten lassen und so hat sich's angefühlt. Du hast tatsächlich auch genauso am Abreiteplatz ausgesehen. Konzentriert, gespannt, aber man hatte das Gefühl, das wird Spaß machen, du weißt, was du tust. Wie ist es denn wieder in Aachen zu reiten? Du warst ja schon durchaus das ein oder andere Mal hier. Ich habe tatsächlich überlegt, wie oft, und ich glaube, es ist das dritte Mal. Und vielleicht ist es tatsächlich so wie in Batman damals auch. Habe ich zwei Anläufe gebraucht, um beim dritten Mal gut zu sein. Scheint diesmal aufgegangen zu sein, auch hier für Aachen. Gut sein ist genau das Stichwort, denn ja, bester Deutscher, herzlichen Glückwunsch zu einem sehr, sehr guten fünften Platz. Ich freue mich sehr für dich. Und ja, du wirst jetzt gleich in die Siegerehrung rüberhuschen, oder? Ja, deswegen. Ich habe, genau, mich schon ein bisschen schick gemacht, ja, für die. Du siehst sehr gut aus, wie für immer. Die Siegerehrung. Und ja, glaube ich, das macht Spaß. Das ist ja auch die Belohnung, die man sich dann nach einem erfolgreichen Turnier abholt. Wir werden gleich auf jeden Fall klatschen gehen. Und wir kommen jetzt von einem sehr erfolgreichen Reiter zu einer sehr, sehr, sehr erfolgreichen Influencerin. Über 1 Million Follower hat sie insgesamt in den sozialen Netzwerken. Die Rede ist von Lea Schirdewan. Und sie ist das allererste Mal in Aachen. Könnt ihr euch das vorstellen? Natürlich haben wir ihr eine Kamera in die Hand gedrückt. Hey, ich bin Lea vom Kanal Hey Horse und ich bin dieses Jahr das erste Mal live beim Shio in Aachen dabei. Ich freue mich total und euch auch diesen Tag hier mitzunehmen die ganze Zeit. Als erstes sind wir heute Morgen hier bei der Geländestrecke und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt erstmal an. Am Wasser angekommen. Da sind auch ganz viele Rolex-Hindernisse und ich finde, das sieht total verrückt aus, aber total schön aus. Ich glaube, der erste Start hat jetzt auch gerade gestartet. Ich bin gespannt, wenn sie dann gleich hier durchreiten, weil das sieht ja schon echt heftig aus. Aber ja, dann schauen wir mal ein bisschen zu. Ja,
So, jetzt kommt sofort Ingrid Klimke hier eingeritten. Ich bin natürlich besonders aufgeregt jetzt, denn so nah hier dran zu sein und sie so hautnah hier reiten zu sehen, ist was ganz Besonderes. Und jetzt kommt sie auch sofort ins Wasser. Ich drücke ihr die Daumen, mal schauen, wie sie reiten. Hier gerade noch entlang an der Geländestrecke und es ist wirklich total verrückt. Hier stehen überall Hindernisse. Man kann den ganzen Tag hier entlang laufen, weil ja auch noch dieses mega gute Wetter heute ist. Das ist natürlich perfekt und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, dann bei diesem Wetter an der Strecke entlang zu laufen, sich das alles anzuschauen. Also eigentlich perfekte Bedingungen. So, ich habe mir jetzt hier mal eine Sitzgelegenheit gesucht. Ich glaube, hier habe ich einen sehr guten Überblick. Ich sitze hier oben drauf. Da kann ich auf jeden Fall alles überblicken. Also ja, ich habe eine sehr gute Aussicht. Ich zeige euch das mal. Hier haben wir mal ein gutes Tempo drauf. Wir sind jetzt hier am letzten Hindernis vom SAP Cup und brauchen wir das zweite Wasser. Und jetzt kommt auch gerade ein Reiter hier rein. Und direkt danach, also jetzt geht es dann weiter ins Hauptstadion und da werden wir dann jetzt sofort auch noch hingehen. Wir sind jetzt hier auf dem Weg, wo auch die Pferde dann ins Stadion galoppieren. Und ja, wir kommen komplett ins Stadion. Dann lass uns da mal hingehen. Jetzt ist hier das Finale im Stadion. Also jetzt gerade einen Reiter reingeritten und ich habe jetzt noch ein paar letzte Sprints zu absolvieren. Das war es jetzt erstmal von meinem Vormittag hier beim Chio Aachen auf der Geländestrecke vom SAP Cup. Es war wirklich super schön, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ich stehe schon vor dem Fanshop vom Chio Aachen und ich würde sagen, da schaue ich mir jetzt auch mal ein bisschen drin um. Und auch die restlichen Tage werde ich noch hier sein und einfach entspannt das Wochenende hier noch genießen und mich ein bisschen umschauen. Wenn ich mir die Reaktion anschaue, dann möchte ich behaupten, dass das nicht Leas letztes Mal beim Chio Aachen war. Wie ihr seht, wechseln wir jetzt aber erstmal vom Gelände in die Dressur. Denn da war heute auch einiges los. Unter anderem stand auf dem Programm der Mägle-Preis, der Grand Prix Spezial. Im Deutsche Bank Stadion werden Höchstleistungen von Pferd und Reiter gezeigt. Beim Mägle-Preis, einem Grand Prix Spezial. Gewinnerin ist Jessica von Bredow-Werndl. Gerade hat sie Goldmedaillen in der Einzelkür und der Mannschaft aus Tokio mitgebracht. Und auch beim CHIO Aachen reißt ihr Erfolg nicht ab. Mit dem 12-jährigen Hannoveraner Wallach Ferdinand holt sie die Wertnote von 73,511. Ich gebe natürlich mein Bestes. Ferdinand gibt auch sein Bestes. Und mehr haben wir uns nicht vornehmen können. Und dass es dann hier heute für den Sieg gereicht hat, freut mich natürlich umso mehr. Und so endet auch für die glückliche Siegerin dieser Tag als einer der schönsten Tage des Jahres. Auch von mir nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Und wir bleiben im Dressurlager, genauer gesagt bei der Dressurreiterin Jessica Süß. Sie ist nicht im Mägle-Preis gestartet, ist erst heute Abend dran. Aber vorher hat sie uns nochmal ganz exklusive Einblicke gewährt. Also ich bin Jessica Süß, das ist Deusenberg, ein 11-jähriger Wallach. Wir dürfen dieses Jahr die CDI-4-Sterne-Tour hier reiten und sind ganz glücklich, hier zu sein. Und heute Abend ist Kür. Da freuen wir uns schon besonders drauf, unter Flutlicht. Das wird bestimmt mega geil. Gefällt ihm hier. Also er ist sehr, Gott sei Dank, unkompliziert. Und dadurch auch muss ich ihm nicht jetzt 20 Mal das Viereck zeigen und so. Wenn er das alles einmal gesehen hat, dann ist er auch nicht guckig. Er nimmt zwar schon alles wahr, und war auch beeindruckt am ersten Tag, aber er würde einen nie im Stich lassen. Ja, also er ist sehr zufrieden hier, würde ich sagen, weil er auch ja, einfach auch 24 Stunden Betreuung hat. Düse ist Anfang 9-jährig zu mir gekommen und da haben wir die klassische Tour erstmal mit S-Dressur angefangen, dann Richtung Inter 2, kurz Grand Prix und letztes Jahr ging er sein erstes
Grand Prix-Jahr und dieses Jahr dann international auch. Und er ist ein ganz aufmerksames Pferd, man sieht es. Er ist sehr menschenbezogen, er ist auch sehr verfressen. Deswegen kann man ihn immer mit einer kleinen Leckerli auch so ein bisschen bestechen. Geht er los. Ah, und sonst geht er nicht los? Nee. Ich guck jetzt lieber zweimal noch mal, ob ich wirklich nichts habe. Also wichtig ist mir erstmal, dass die mitmachen, dass die unkompliziert sind, dass die auch mal was anderes mitmachen und nicht nur Dressur, also die müssen bei mir auch mit ins Gelände, die müssen auch mal alleine mit mir eine Schrittrunde durch den Wald gehen können. Ich muss mit denen auch mal über ein Kreuz springen können. Ich muss auch mal die, sage ich jetzt mal, 3 Tage nicht reiten. Die gehen bei mir alle auf die Wiese, dass ich nicht Sorge haben muss, wenn ich mich dann draufsetze, dass die mich runterschmeißen. Also so dieses, einfach dieses Unkomplizierte und trotzdem aber leistungsbereit. Das ist so die perfekte Mischung, finde ich. Und dann geht es halt einfach so weiter, dass man halt die Pferde der Ausbildungsskala ausbildet. Ich möchte ja auch, dass sie gesund bleiben, dass sie klar im Kopf bleiben, dass sie für mich, dass mir das einfach Spaß macht. Ich möchte mich hier draufsetzen und nicht das Gefühl haben, ich muss ihn zwingen. Ich fand, der fing super locker an, der war super konzentriert und ja, und jetzt habe ich super Gefühl für heute Abend. Ich habe den einmal kurz angetestet und so ein bisschen im Galopp und im Trab und der war super motiviert und wir freuen uns schon total. Also ich habe ein gutes Gefühl, das wird richtig toll heute. So eine sympathische Frau, oder? Und von ihr kommen wir jetzt zu zwei mindestens genauso sympathischen Herren. Die Rede ist von Patrick Kittel und Juan Matute, ebenfalls aus dem Dressurlager. Und die beiden haben sich bei einem Fotoshooting in Filmstars verwandelt. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber ihr werdet eure helle Freude haben. Großartig, oder? Die sollten wirklich eine eigene Show bekommen. Und weil wir davon gar nicht genug bekommen können, bleiben wir auch mal bei Patrick und Lindahl. Die beiden haben sich nämlich dem Chio Aachen Fragengalopp gestellt. Do you prefer to ride indoors or in the outdoors? Outdoors. Outdoors, definitely. Ride at shows or ride at home? Oh. Home. Which rider would you ride a pas de deux at the Olympics? My husband. Beat that answer. I say slash my wife, but I also want to do it with Isabel. Oh my god. Do you have a ritual before a test? Yes, I like to pack my horses up and spend an hour with them. I like to watch Friends. Have you ever failed on a test? Yes. Many times. It'll happen again. It'll happen again. When was the last time you fall off from your horse? Oh, good question. Years. Yeah, I've been lucky. I've just half. Touch wood. Yeah, touch wood, but half off. But doesn't count. Who is more likely to forget their helmet on a show day?
Who would oversleep at training? Really? Definitely! Okay, I'll take that one. What lesson was the hardest for you to learn? I'm still learning English, let's be honest. My mother says it's Australian. I think my hardest life with the horses is that you always have to be humble to the work you do and always understand that horses brings you new things every time. I thought I said what question was what language. Let's talk more about you personally. French fries or pancakes at a show? Oh, French fries. Pancakes. I'm not such a fancy guy. No, you're really not. Pancakes. No. Yeah, with a lot of Nutella. And sugar. Both. You have both. Sugar and Nutella. Beer or champagne? Champagne. To be manly, I'd say beer, but it's actually champagne. What makes you laugh? Everything at the moment. What you don't like at all? Bad sportsmanship, actually, I'll be honest. And lack of authenticity. That for me is a big deal breaker. I don't like people that are friendly to your face and stab you in the back. That is a no-go with me, or I think with my wife, we're the same. Yeah. I rather have a discussion with people face-to-face, and they can tell me I'm an idiot, and I say, yeah, I totally agree, I don't, but then we move on. Exactly. Final question. Do we have a spontaneous tip for all young riders out there? You're the best person for this one. I think work hard, stay humble, and enjoy every time you go to a show. Yeah. Never give up. Yeah. There's always another chance. And don't let anyone tell you you're not good enough. Good one. Spannende Infos und wer hätte das gedacht, auch Patrick Kittel möchte gerne mal auf der Chio Aachen Siegertafel stehen. Wer möchte das nicht? Ich kenne noch eine, die da gerne stehen würde und zwar Springreiterin Jana Vargas. Schön, dass du Zeit für mich hast, Jana. Gerne. Ich habe nicht zu viel verraten, oder? Es wäre schon schön, da zu stehen. Das wäre sehr schön, ja, absolut. Allerdings freust du dich jetzt ja erstmal hier zu sein. Es war ein bisschen überraschend, dass du in diesem Jahr starten kannst und jetzt bist du einfach Dritte im RWE-Preis von Nordrhein-Westfalen geworden und das ist der direkte Eingang zum Rolex Grand Prix. Ja, absolut. Das war für mich ganz überraschend, hier erstmal an den Start zu gehen, von Otto Becker die Einladung zu kriegen. War schon mal absolut toll. Hast du irgendwas richtig gemacht? Ja, ich denke. Und dann, mein Pferd sprang super gestern, hat zwei absolut tolle Runden gedreht. Ich war echt ganz happy, ganz stolz. Und dann ist man ja direkt qualifiziert für den Rolex Grand Prix. Jetzt geht's hier Sonntag an den Start. Was sagt so der Puls? Bis jetzt noch alles gut, ja. Aber ich denke, wenn es dann morgen zum Parcours ablaufen geht, dann wird wahrscheinlich die Nervosität ein bisschen steigen. Aber ich glaube, ich habe ein super Pferd dafür und verlasse mich auf ihn. Wer weiß, vielleicht klappt das ja mit der Siegertafel. Es ist natürlich Quatsch zu sagen, wie überraschend kommt das jetzt, weil im Endeffekt, man tritt hier natürlich an, um möglichst weit zu kommen, um sich möglichst viel zu qualifizieren und dann eigentlich auch sonntags zu reiten. Hast du trotzdem, magst du uns ein bisschen was verraten, wie du dich vorbereitest, ob du jetzt nochmal was anders machst für Sonntag oder ob du sagst, nee, Routine so wie immer, wir können das. Ja, ich denke, ich bleibe dabei und ziehe alles so durch wie sonst auch. Ich möchte nicht viel verändern. Mein Pferd fühlt sich super an. Mhm. Er ist echt noch frisch genug, glaube ich. Ich habe ihn heute Morgen geritten und wir bereiten uns ganz normal wie sonst auch vor. Darfst du uns gerne noch ganz kurz was zu deinem Pferd verraten? Ja, ich habe ihn jetzt noch nicht so lange, ich würde sagen 6 Monate. Er ist ein bisschen speziell auf seine Art und Weise, aber inwiefern? Das vielleicht nicht so ein typisches leichttrittiges Pferd, also so mit am Zügel reiten und so ist alles ein bisschen schwierig. Aber das macht ihn so besonders und er hat so einen Kämpferinstinkt und ist so vorsichtig und man fühlt richtig, dass er irgendwie alles für einen gibt und das ist ein ganz tolles Gefühl. Und er hat definitiv für dich gekämpft und wird das bestimmt Sonntag nochmal tun. Wir drücken auf jeden Fall feste die Daumen, dass das was Gutes gibt am Sonntag. Und irgendwann ist dann ja vielleicht auch mal die Idee, dass man sich nicht nur platziert, sondern gewinnt, Siege wiederholt und dann ist man plötzlich Anwärter für den Rolex Grand Slam. Rolex Grand Prix, the 4 most toughest courses in the year. I think we're very, very lucky as rider to have the Rolex Grand Slam. We have the best riders and horses of the world here in Aachen. Anybody wants to win one of the majors, especially the Rolex Grand Prix of Aachen. I will ride Electric Blue. He is
He won also Sertogenbosch, and he's in good shape. He felt good, so I will use the next days to get to know him in this ring, and that he gets to know the ring, so he's confident to jump this tough course on Sunday. I want to give my best on Sunday, and I know that me and my horses are in form, and we are really motivated, and hopefully we can achieve something great on Sunday again. Leone J is just 9 years old. But even though he's still young, he has already quite some experience on the higher level. He was second at the European Championships just 2 weeks ago, as shown here in Aachen 2 years ago at the Youngster Tour, and was fabulous at this show. So I'm really excited for this year. Das wird eine richtig, richtig spannende Kiste morgen, weil ja auch der amtierende Olympiasieger Ben Mayer mit am Start ist. Er hat aktuell vielleicht das weltbeste Springpferd unterm Sattel, nämlich Explosion. Und den wollen wir ein bisschen näher kennenlernen. It's always great to be here in Aachen. We've missed it the last year. The arena has even still, it's not full this year, it has so much atmosphere, and I think the horses really enjoy being in this environment. He knows when the big occasions are coming, and he feels good here this week so far. He always rises to the occasion with the people, and hopefully we're looking forward to trying to improve on our last result here in Aachen. We call him BFG in the stable. He's a big friendly giant. When you're in the stable, he's very friendly, gentle. He loves treats and all of the attention. He knows he's special. Yeah, he's very friendly. He's a very happy guy. He is quite big, so he is not aware of his size. Sometimes he will run into you and like he'll headbutt you in a friendly way, but yeah. I mean, he feels good, he's happy, and he was really nice to work today, so tomorrow's game day, we'll see what it brings. Yeah, they can only do their best at the end of the day, so. Explosion, was für ein tolles Pferd. Aber auch wir beim Chio Aachen haben tolle Pferdchen im Stall. Die Rede ist von unseren wunderbaren Mitarbeitern. Die sind zwar keine Olympiasieger, aber absolut unverzichtbar. Mein Name ist Thomas Sallers und ich bin seit 1997 hier. Hier auf dem Gelände betreue ich das WIP-Zelt, die Zeltstadt und alle anderen möglichen Aufgaben, die auf mich zukommen in den letzten Jahren. Besonders schön ist hier auf der Anlage das Ambiente, die Leute, das Aachener Publikum, das Team, mit dem ich zusammenarbeite, und das macht mir am meisten Spaß. Lieblingsmoment ist natürlich der Verabschiedung der Nation, wo wir dann ja, alle zusammen sitzen und zusammen feiern, dass wir das Turnier gut durchgerockt haben. Immer wieder schön zu sehen, mit wie viel Leidenschaft unsere Mitarbeiter am Start sind. Ohne sie wäre der Chio Aachen einfach nicht das, was er ist. Und was auch fest zum Chio gehört, ist natürlich das Gelände. Und heute waren nicht nur die Vielseitigkeitsreiter hier am Start, sondern auch die Vierspänner bei der Marathonprüfung.
das war der Samstag in der Aachener Sörs. Für heute ist erstmal Feierabend, aber morgen gibt es dann nochmal den großen Showdown im Springen und in der Dressur. In der Dressur mit dem Deutschen Bankpreis und im Springen natürlich mit dem Rolex Grand Prix, auf den ich mich sehr, sehr freue. Der Sonntag, das wird nochmal Chio Feeling at its best. Ich freue mich sehr drauf und wir sehen uns morgen in der nächsten Sendung um 19:30 Uhr. Macht's gut. Tschüss.